Ja, ich bin Matthias Grimme, geboren in Hamburg, lebe seit irgendwie über 30 Jahren auf St. Pauli, was ja ein Rotlichtviertel war, Klammern, also ja nicht mehr so richtig ist, aber so als Verleger von SM-Literatur und Herausgeber einer SM-Zeitschrift, der Schlagzeilen, ist das natürlich hier das passende Viertel. So. Ansonsten neben dem Verlag, den ich zusammen mit meiner Kompagnette Geli betreibe, mache ich noch eine ganze Menge anderes. Unter anderem bin ich relativ bekannt dafür, dass ich halt Fessel japanisch inspiriert und auch Workshops zu dem Thema geben, aber auch eben halt andere Workshops zum Thema BDSM. BDSM, Bondage, Disziplin, Dominanz, Submission, Sadomasochism. Also, das ist halt eine etwas härtere erotische Gangart, die nur dann funktioniert, wenn das Ganze einvernehmlich ist. Das heißt, es müssen sich immer zwei Leute oder auch mehr finden, die beide sagen, wow, das finde ich cool. Wenn nur einer sagt, dann ist es nicht cool ist, dann ist es leider kein SM, sondern irgendwie Körperverletzung, Gewalt, was auch immer. Ja, welche unterschiedlichen Beziehungsformen gibt es denn innerhalb der SM-Szene? In der SM-Szene gibt es irgendwie eigentlich alles an Beziehungsformen, was man so in der freien Wildbahn kennt. Natürlich gibt es eben halt auch speziell durch die Rollen, die manche Leute spielen oder leben. Da gibt es ja immer so Diskussionen. In dem Bereich gibt es dann halt diese Beziehungen, die so, ist jetzt gerade im Moment relativ aktuell wieder die sogenannten 50s, also die Leute, die so leben, als wären es die 50er Jahre. Sprich, irgendwie, es gibt einen Ernährer, das ist meistens der Mann, und es gibt dann irgendwie eine Frau, die dann zu Hause alles verwaltet, macht, sortiert und macht. Und die Entscheidungsgewalt über alles hat dann irgendwie der Hausherr, und die Dame des Hauses hat dann irgendwie den Kreis, was sie so im Haus macht. Das kann sie dann entscheiden. Die 50s stehen dann häufig eben halt auch auf so Sachen, dass sie gerne Accessoires aus der Zeit haben. Also die, ich hatte jetzt mit einem Pärchen Kontakt, die auch für uns schreiben. Die sagen, ja, am liebsten würden sie sich so ein altes Studebaker kaufen, ne, aber das ist man nicht so leicht zu kriegen. Und dann gibt es eben halt diese Formen, die irgendwie ja eher so meins sind. Zwei Leute begegnen sich auf Augenhöhe, checken dann ab, was der andere interessant und spannend findet, und gucken dann, ob das irgendwie zusammenpasst. Also wenn ich halt jemanden treffe, wo die Person sagt, ja, also ich finde das und das gut, und ich dann so merke, okay, das ist halt mein Ding, dann würde ich schon, also wenn mehr da ist als nur, wir haben uns gerade eben an der Straßenecke getroffen, also wenn schon was mehr Nähe da ist, würde ich schon dann sagen, ja, okay. Häufig ist es aber so in diesen Beziehungen, dass es Überschneidungen gibt. Das heißt, der eine steht irgendwie auf Fesseln, also bei meiner Frau ist es zum Beispiel so, meine Frau steht auf Fesseln. Ist aktiv und passiv. Die steht auf Fesseln irgendwie, wenn sie selbst fesselt, eigentlich nur insoweit, dass sie damit jemanden festmachen kann, den sie dann anderweitig quälen kann. Also das ist Fesseln nicht irgendwie das Hauptthema. Und ich bin ja jemand, für mich ist das Fesseln häufig Hauptthema. Wobei ich habe auch nichts dagegen, da noch andere Sachen zu machen. Ne? Also ich habe einen relativ großen Range, immer abhängig von der Person, mit der ich zu tun habe. Also wenn ich irgendwie jemanden zu tun habe, der mit jemand zu tun habe, der oder die eher auf sehr feine Sachen steht, dann pegel ich meine Grobheit dann auch runter, dass dann auch was Feines rüberkommt. Aber
im Großen und Ganzen, wenn ich mich so angucke, sagt man nicht umsonst, der Grimme fürs Grobe. Ne? Und die Beziehungsformen gehen halt in der im SM-Bereich gehen die halt von, wir sehen das nicht als SM, aber wir hauen uns natürlich ab und an gerne beim Sex oder verbinden uns die Augen oder ich fessel ihr oder sie fesselt mir die Hände irgendwie und so weiter. Aber das ist irgendwie unsere Sexualität und hat nichts mit dem ganzen SM-Schmutz zu tun. Eine der wichtigsten Erkenntnisse aus meinen frühen Jahren ist nicht, das, was Leute tun, entscheidet darüber, ob jemand was mit einem Thema zu tun hat, sondern wie sie selbst es einsortieren. Dann gibt es die Leute, die ganz dezidiert sagen, also ich weiß, was ich gerne möchte und das ist eine Praktik aus dem weiten Feld von BDSM, was sich ja im Laufe der Jahre noch viel, viel, viel mehr erweitert hat. Deswegen nicht mehr der alte Begriff SM. Wir sind ja irgendwie mit unserem Magazin 1988 angetreten mit dem Begriff SM, weil wir das Gefühl hatten, da passt eigentlich alles drunter von irgendwie Ponyspielern über irgendwie Windelträger, über Travestiespiele bis hin zu den bekanntesten SM-Techniken wie Hauen und Fesseln. So. Und dominieren und sich unterwerfen. Also das ist dann eher die psychische Ecke. Und in diesem Bereich von, es sind ganz, ganz klare Regeln, so bis hin zu gespielter, also sie tun zwar immer so, irgendwie Herr Sklave oder Herrin Sklavin. Es ist natürlich gespielt, weil es gibt keine juristische Grundlage für Sklaverei heutzutage, was auch sehr gut ist, wo das ganze Leben halt durchzieht und die entscheidende Person immer Zugriff auf die Person hat, die sich ihr unterworfen hat. Die Leute haben die unterschiedlichsten Vorlieben. Es gibt Leute, die finden das total toll als Top, also als derjenige, der die Entscheidungen fällt. Jede Zigarette abzunicken, jeden Toilettengang abzunicken. Mich würde es wahnsinnig machen, wenn ich irgendwie mit jemand zusammen wäre, die irgendwie wie ein normaler Raucher, wie ich irgendwie am Tag so 15 bis 20 Zigaretten raucht, die alle naslang dann irgendwie fragt, darf ich eine Zigarette rauchen? Aber manche Leute finden das irgendwie toll und es gibt auch nicht irgendwie, das ist die richtige Beziehungsform im SM-Bereich und das ist die falsche Beziehungsform. Obwohl es in der Szene natürlich so Leute gibt, die irgendwie gucken, wie ich mit meiner Fesselpartnerin umgehe und dann sagen, das verstehe ich alles gar nicht. Sag, was verstehst du denn nicht? Ja, die war doch frech zu dir, du hast sie gar nicht bestraft. Sag, wieso soll ich sie bestrafen? Die hat mir gute Unterhaltung geboten. Ja, das geht doch gar nicht, du musst sie doch bestrafen. So. Ja, also solche Leute gibt es eben halt auch, die irgendwas nicht verstehen und dann meinen irgendwie, sie wüssten, wie es richtig geht, was natürlich völliger Schwachsinn ist, weil richtig weiß es immer nur die beteiligten Personen, was richtig für sie ist. Und das kann von außen seltsam aussehen und das kann auch von außen irgendwie brutal aussehen. Das kann von außen irgendwie aussehen als der totale Pillepalle. Ne? Ist ja gar nichts Besonderes, ne? Zum Beispiel die Nummer irgendwie, du gehst heute raus mit mir und darfst kein Höschen anhaben. Das ist für viele Leute ja, wo die sagen dann, na und? Und es gibt dann aber die Leute, die irgendwie das besonders kickt und die dann ein bisschen noch zusätzlich provoziert, dann läuft irgendwie der Freudensack die Beine runter, was dann ganz großes Drama ist. Also es ist das Tolle an dem BDSM ist halt, dass es einfach so vielfältig und so vielschichtig ist und deswegen eben halt auch, natürlich gibt es Sachen, die in der Szene tabuisiert sind oder es gibt Sachen, wo ich immer sage, wenn ich die sehe, oh, Leute, höher, schneller, weiter kann es nicht sein. Oder es gibt Sachen in der Szene, wo ich so denke, ob diese Beziehung wirklich gesund ist, ob da nicht irgendwie jemand sehr toxisch ist oder ob da nicht jemand so weit von sich weg ist, dass er irgendwie SM als
damit ich überhaupt was spüre, benutzt. Für mich ist so der krasseste Fall von, da geht es um was ganz anderes als um die gemeinsame Lust auf SM. Eine Affäre, die ich hatte, gewesen, der ich mich irgendwie halt ein halbes Jahr regelmäßig getroffen habe und die mir dann irgendwann erklärte, ja, also das mit den Schmerzen, das macht sie nur, weil sie da, nur damit kann sie für ihre Sünden bestraft werden. Und da dachte ich so, hallo? Das ist ja ganz was anderes. Nee, auf das Spiel habe ich keinen Bock. Ne? Dann habe ich dann gesagt, du, sorry. Die sagt, das geht leider nicht, dann bei mir geht's um was anderes. So, also ich finde es nicht sehr reizvoll, jemanden zu hauen, der das eigentlich scheiße findet und das nur erträgt um seine Sünden oder weiß der Geier. Ja. Ging es da um Sünden im religiösen Sinne, oder? Ja, im religiösen Sinne. Aber gut, die junge Dame hat Theologie studiert. Ah, okay. Wie ist denn grundsätzlich so dieser juristische Rahmen, also zwischen SM und ab wann kippt das so? Das ist es ist sehr spannend. In dem Moment, wo ich irgendwie einen Rohrstock oder ein anderes Schlaginstrument in die Hand nehme, ist die juristische Einschätzung dieses Instrumentes als gefährliches Instrument. Und dann, wenn ich das benutze, begehe ich eine gefährliche Körperverletzung. Ähnlich ist es, wenn ich jemanden fessel, dann ist das Freiheitsberaubung. Beides sind sogenannte Offizialdelikte. Das heißt, wenn die Polizei das mitkriegt, muss sie einschreiten. Nun ist es so, dass bei der einvernehmlichen gefährlichen Körperverletzung, da gibt es quasi einen juristischen Rahmen. Man kennt diesen Bereich halt, wenn du dich operieren lässt, wenn du dich tätowieren lässt, wenn du dich piercen lässt, also alles, was irgendwie Eingriffe an deinem Körper sind, dann kriegst du ja von dem Arzt oder Tätowierer nicht nur die Frage, du bist jetzt tätowiert werden, ja, machen wir mal los. Sondern du kriegst dann so ein fröhliches Merkblatt, manchmal auch länger, wenn es eine komplizierte Operation ist, wo steht, was alles passieren kann und was du alles wissen musst. Und dann kommt der Tätowierer oder der Piercer oder der Arzt und sagt, oder die Ärztin, und sagt, hast du verstanden, was da steht? Hast du noch Fragen? Soll ich noch irgendwas erklären? Und dann wird dieser Zettel unterschrieben. Und das ist dann nicht einfach nur ein einfaches Einverständnis, sondern das ist ein informiertes Einverständnis. Und in meiner Welt im SM-Bereich ist es so, für mich ist so ein, darf ich dich fesseln? Ja, Mama. Einverständnis letzten Endes nichts wert, wenn die Person nicht genau weiß, auf was sie sich einlässt, wenn ich sie fessel. Das heißt, für mich gibt es irgendwie nur die informierte Einvernehmlichkeit. Und analog zu der gefährlichen Körperverletzung wird das irgendwie halt auch bei der Freiheitsberaubung gesehen. Das heißt, die Polizei weiß auch irgendwie, okay, wir gucken und da wird jemand gefesselt. Dann, wenn die vorbeikommt, fragt sie, alles in Ordnung. Wenn sie dann einen breitgrinsenden, gefesselten Menschen vor sich hat, der sagt, ja, toll, dann ist eigentlich alles klar. Es soll angeblich mal in München, Bayern, die Situation gegeben haben, dass die Polizei gesagt hat, sorry, das können wir nicht entscheiden, ob es einvernehmlich ist, da müssten wir eigentlich den Staatsanwalt hinzuziehen. Weil so sieht es juristisch aus. Aber weiß auch nicht, ob das nur irgendjemand sich ausgedacht hat und es dann rumerzählt hat oder ob das wirklich passiert ist. Es gibt halt, habe ich heute gerade erfahren, jede Woche hier in Hamburg irgendwelche Fesselpicknicks, wo sich Leute in einem öffentlichen Park treffen und miteinander fesseln. Maßgabe ist natürlich irgendwie eher erotisch abgespeckt, also sprich keine genitalen Geschichten, keine sexuellen Stimulierungen, keine Nacktheit, sondern eben halt mit entsprechenden Körperpartien bedeckenden Klamotten. Und als ich damals das erste Bonnisch Picknick hier in Hamburg quasi initiiert habe, da kam das dazu, dass ich dann meinen bürgernahen Beamten, der hier, also von der Polizei, der hier
im Verlagsbereich tätig war, habe ich gesagt, was meinst du, muss ich da irgendwie was anmelden? Und der so, nö, wieso, ihr fesselt doch nur. Dann habe ich irgendwie die bürgernahe Beamtin, die zu meinem Wohnbereich gehörte, gefragt. Und die meinte dann, naja, musst du nicht anmelden, aber es ist einfach höflich, wenn du in der zuständigen Revierwache vorbeischaust und Bescheid sagst, was ihr da macht. Und die fanden das auch irgendwie, ja, danke, dass sie uns informiert haben. Ne? Weil es kann natürlich immer sein, dass irgendjemand das sieht und dann sagt, ah, da passiert was. Ah. So, und dann kann die Polizei sagen, ja, wissen wir, ist alles in Ordnung. Ja. Und wie ist das in Beziehungen, wo eine Session entgeleitet oder, sagen wir mal, der Subpart dann plötzlich den Toppart beschuldigt, übergriffig geworden zu sein oder dass eben keine Einvernehmlichkeit bestand. Ich meine, es wird ja in der Regel nicht juristisch und schriftlich abgesichert. Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe gestern gerade ein Gespräch darüber geführt, wie ich das heutzutage mit Modellen machen würde. Also früher, ganz früher, als ich angefangen habe, vor 20 Jahren, hat mir irgendwie ein Fotograf gesagt, du musst Verträge mit den Modellen machen. Und ich so, ja, das ist total wichtig. Okay, also habe ich Verträge vorbereitet, bin zu meinen Modellen gegangen. Ja, bist du blöde, wir sind befreundet. Ich unterschreibe hier keinen Vertrag. Dann hatte ich irgendwie eine unangenehme Situation mit einem Modell, wo die Situation dahingehend komplett entgleist ist, dass die komplett ausgetickert ist und ich nicht mehr Matthias Grimme war, sondern ihr Vater, der sie über Jahre missbraucht hat. Und für die war das im Nachhinein in der Wahrnehmung so, das war alles irgendwie nicht einvernehmlich und so weiter und so weiter. Sie hat sich dann aber nur in den Kreisen bewegt von Leuten, die mich gut kennen und die alle gesagt haben, ich kenne Matthias, das kann nicht sein. Und danach lasse ich mir das immer unterschreiben. Das heißt, ich habe irgendwie einmal eine Kurzinfo, was passieren kann. Dann habe ich irgendwie die Bestätigung, dass sie irgendwie 18, nüchtern und so weiter sind. Und so einzelne Ja-Nein-Fragen, was halt geht und was nicht geht. Ich bin immer wieder verblüfft, wie viele Leute mir so einen Fragebogen mit alles Ja angekreuzt haben. Von irgendwie sexuelles Spiel, Festen, Gewichte, was auch immer. Wo ich so denke, hey Mädel, du kennst mich gar nicht. Mir ist es deutlich lieber, wenn ich mit Leuten fessel, also mich mehrmals treffe mit denen und die dann so nach dem zweiten Fesseln sagen, Matthias, kannst du mir meinen Zettel nochmal geben oder kannst du mir einen neuen Zettel geben? Ich muss den nochmal anders ausfüllen. Also das ist, finde ich, deutlich besser. Heutzutage würde ich zusätzlich, also das Grundprinzip ist, was ich den meistens Frauen, die ich fessel, sage, ist, Grundvoraussetzung ist immer, dass wenn irgendwas komisch ist, wenn dir der dicke Zeh juckt, die Nase juckt, wenn irgendwie du kalte Füße hast, wenn die Musik scheiße ist, weiß der Geier. Also von diesen eher scheinbar banalen Störungen bis zu irgendwelchen anderen Sachen. Du musst in der Lage sein, mir Rückmeldungen zu geben und zu sagen, da ist irgendwas los. Du kannst sicher sein, ich kümmere mich sofort darum. Inzwischen würde ich einen Schritt weitergehen und sagen, pass auf, ich möchte, dass du genau bei dir nachguckst, ob es bei dir Situationen gibt, wo Leute in deinem Leben übergriffig waren und du nur stumm sein konntest und dir erst sehr viel später irgendwie klar geworden ist, dass du da nichts gesagt hast und dass du dann erst eine Woche später oder ein halbes Jahr später erst was dazu sagen konntest. Wenn das bei dir der Fall ist, dann möchte ich nicht mit dir fesseln. So. Es deutet ja so ein bisschen an, dass Persönlichkeitsstörungen oder halt traumatisierende Erlebnisse in der Szene auftauchen. Hast du das Gefühl, dass das in der Szene überdurchschnittlich vermehrt auftaucht? Nee. Also es ist halt ein, wie soll man sagen, auch kluge Leute behaupten, dass es in der Szene mehr auftaucht. Die haben aber eine Sache nicht im Auge. In der Szene lebt das ja davon, dass man eigentlich permanent in irgendeiner Form miteinander redet. Und man ist schon mal automatisch, wenn du jemanden triffst, der auch auf SM steht, in der Situation, dass man was sehr Intimes von sich selber preisgegeben hat und der andere auch. Und in dem Moment ist
die Chance deutlich höher, dass du auch andere intime Sachen erzählst. Deswegen ist die scheinbare Situation, also bei SM geht es ja um Intensität. Und dass natürlich dann die Leute eher bereit sind, auch irgendwelche anderen intensiven Erfahrungen, die sie in ihrem Leben gemacht haben, preiszugeben und davon zu erzählen, als irgendwie in einer normalen Beziehung, wo man sowieso nicht miteinander darüber redet, wie irgendwie er gerne seinen Schwanz angefasst haben möchte und sie gerne irgendwie ihre Klit berührt haben möchte. Da redet man natürlich auch nicht über irgendwelche komischen alten Sachen. Ich persönlich glaube, dass dieser Begriff eine glückliche Kindheit ein Stück weit eine Fiktion ist, weil nach meiner Einschätzung, und ich habe viele Leute kennengelernt, ich habe mit vielen Leuten geredet in den letzten 30 Jahren, glückliche Kindheit, das sind maximal 5-10%. Und auch die haben irgendwie immer noch irgendwelche komischen alten Erfahrungen, die irgendwie in irgendeiner Form auf ihre Persönlichkeitsentwicklung einen nicht so tollen Einfluss hatten. Und auch da muss man eben halt damit rechnen, dass diese Scheiße irgendwie hochkommt, beziehungsweise dass die Scheiße Einfluss auf so eine Situation, wie man sie beim SM erlebt, haben kann. So, das heißt, wir balancieren immer. Die Chancen sind nicht so riesig, aber wir balancieren immer ein Stück weit auf Eiern. So. Und deswegen unterrichte ich, beim Unterricht ist es auch immer so, dass ich sage, es ist einfach etwas, was passieren kann, dass jemand irgendwie getriggert wird, also irgendwas Altes ausgelöst wird, hochkommt. Und dann irgendwie hat man es eben nicht mehr mit einem fröhlichen Gefangenen, sondern eher mit einem zitternden, starren Wesen zu tun. Da muss man einfach Zeit haben. Und dann geht es nie um Schuldzuweisungen, weil Schuldzuweisungen machen nichts besser, sondern es geht immer darum, in der Aufarbeitung zu gucken, wie ist das passiert, wie vermeiden wir, dass das nochmal passiert. Also eher diese proaktive als diese reaktive. Sage ich dann irgendwie in den Kursen, sage ich dann immer gerne, ja Leute, das muss euch klar sagen, das gilt nicht nur für SM-Situationen, das gilt ganz allgemein für Beziehungsprobleme, weil ich nämlich als Sozialarbeiter damit viel gearbeitet habe, einer meiner vielen Berufe. Die Szene, wenn du mal so zeitlichen Ablauf kurz geben würdest, wie die Szene überhaupt entstanden ist. Also sie ist ja irgendwie recht klein geworden, dann kam sie mehr und mehr in Magazine und ins Fernsehen, ist dann sehr stark expandiert. Hast du den Eindruck, sie wird jetzt wieder leicht kleiner oder ist es auch so ein Generationsphänomen? Also als ich im Jahr 1990 mehr oder weniger zufällig über die Schlagzeilen stolperte, in meinem lieblingsschwulen Buchladen, wo ich immer meine Kondome gekauft habe, verstehe ich bis heute nicht, warum ich die ersten 6 Ausgaben nicht irgendwie vorher gesehen habe. Da gab es noch nicht wirklich eine Szene, sondern es gab halt irgendwie Gesprächsgruppen, es gab Treffen in Berlin, so, es gab mehr oder weniger nicht öffentliche Geschichten, heimliche Geschichten. Vorreiter bei den ganzen Sachen und auch große Einfluss hat natürlich irgendwie die schwule SM-Szene gehabt, die halt mit sehr klaren Regeln angekommen sind, die auch in der Hetero-Szene dann sehr beliebt war. Ein Herr ist ein Herr und eine Frau ist zum Dienen geboren oder umgekehrt. In der schwulen SM-Szene war es ja lange Zeit üblich, dass du möchtest gerne Dom sein. Okay, jetzt fängst du erstmal unten an und fängst jetzt an, irgendwie meine Schuhe abzulecken. Und wenn du dich langsam hochgearbeitet hast, dann kannst du zeigen, ob du was gelernt hast in der Zeit. Und dann checken wir, ob du halt wirklich dich als Dom bezeichnen kannst oder als Meister oder was auch immer, weil du irgendwie dein Handwerk verstehst. Weil das ist natürlich nicht so, man nimmt eine Peitsche in die Hand und kann automatisch richtig schlagen. Das ist ja nicht so. Oder man nimmt ein Seil in die Hand und das Fesseln ist so, dass man nicht irgendwas kaputt macht. Und ein Stück weit sind wir damals irgendwie ein bisschen offener gewesen und haben so also uns ein bisschen distanziert von der Old Guard. Es gab noch einige Leute, die da eher auf Old Guard oder Old School standen.
ich habe sehr schnell irgendwie gemerkt, dass mir bestimmte Sachen irgendwie völlig unnötig. Die Diskussion darüber, ob es irgendwie für einen aktiven Dom, was auch immer, legitim ist, dass der sich die Nippel durchstechen lässt und Ringe reinmachen lässt, hat mich irgendwie irritiert. Und dann habe ich gesagt, mir doch egal, was man tut. Ich mache das, worauf ich Bock habe. Und diese New School hat es relativ lange gegeben. Es gab in der New School immer so eine schräge Rangfolge, so von unserer Wahrnehmung, also von der Redaktion und auch von meinem Freundeskreis. Das ist so eine, der männliche Top, ob nun Dom oder Sado, eigentlich so ganz oben. Dann kommt die weibliche Sub. Dann kommt die weibliche Dom. Dann kommt irgendwie der männliche Sub und ganz unten kommen die Leute, die auf beiden Seiten spielen. Und ich habe so das Gefühl, dass im Laufe der Jahre, dass sich dahingehend geändert hat, dass irgendwie die sogenannten Switcher, also die, die auf beiden Seiten spielen, deutlich mehr akzeptiert werden. Aber natürlich gibt es überall die Leute irgendwie mit ihren kleinen Kasten im Kopf, die irgendwie sagen, ja, es geht dir egal, du musst dich entscheiden. Also ich finde es dann schräge, wenn ich von irgendeinem Bondage-Kurs, also es gibt ja, nachdem ich irgendwie mit der japanischen Bondage irgendwie 2000 angefangen habe, hat sich ja das irgendwie ausgebreitet. Es gibt jetzt inzwischen ja jede Menge Schulen, die das unterrichten. Und wenn ich dann höre, ja, in der Schule ist es nicht möglich, darf man nicht bei einem Workshop irgendwie die Seiten wechseln. Warum nicht? Oder nein, hier werden keine Männer gefesselt. Ich dachte, hallo, was seid ihr denn? Aber gut, ne, also ich meine, die Leute gibt es überall. Ich kann nichts anderes machen, als versuchen vorzuleben oder darüber zu schreiben, dass man das alles ein bisschen offener machen kann. Es gibt nicht das schwarze Buch des Sadomasochismus, wo alle Regeln festgestrickt sind, sondern das schwarze Buch, was es halt gibt, ist das von mir geschriebene SM-Handbuch, wo halt die Hinweise so sind, wie ich gerade am Anfang ein möglichst sicheres Spiel, dass irgendwie nicht was richtig schief geht. Das ist natürlich unabhängig davon, wenn du irgendwie halt dich da die Basics als da weiß ich, da bin ich sicher hast, dann kannst du dich natürlich mit deinem Partner oder deiner Partnerin auch in Richtung bewegen, wo dann Leute sagen, ja, beim SM-Handbuch steht es aber anders, ne? Das SM-Handbuch ist nicht die Bibel. Ich hatte vorhin ja schon gesagt irgendwie, dass wir das Ganze mit SM bezeichnet haben und dann wurde, also die, wie soll man sagen, die Entwicklung der deutschen SM-Szene, sowohl der Schwulen als auch der Hetero, war auch immer ein Stück weit beeinflusst von der Entwicklung der amerikanischen SM-Szene und teilweise auch der anderen SM-Szenen. Also in Dänemark und Holland gab es schon sehr viel früher irgendwie einen öffentlichen Bereich SM-Szene. Also richtig Organisationen für die Heteros, teilweise auch vom Staat finanziert. Und dieser Einfluss hat dann dazu geführt, dass dann von einigen gesagt wird, ja, SM, das ist ja, der Kürzel ist ja viel zu kurz, da ist ja Bondage nicht drin und da ist ja irgendwie das DS-Spiel nicht drin und da ist dies nicht drin und da ist jenes drin. Und dann hat man dann irgendwie gesagt, ja gut, wir versuchen das irgendwie halt ein bisschen zu erweitern und deswegen durfte es nicht mehr SM sein, das reichte dann nicht mehr, es musste dann BDSM sein, ne? Und inzwischen wird dieser Begriff BDSM von eine ganze Menge Leuten auch nicht mehr als das Gelbe vom Ei gesehen, weil die sagen, ja, ich hätte das irgendwie, das ist gar nicht so mein Ding, ne? Also ich gehe zwar gerne auf diese Partys, wo man dieses oder jenes macht, aber ich bin einfach kinky, ne? Und kinky ist aber letzten Endes so eine Selbstbeschreibung, wo es reicht, um kinky zu sein, dass du in Unterwäsche in einen KitKat-Club gehst. Oder zu einer ähnlichen Party. Und
Ich bin da ein bisschen anders gestrickt. Also ich möchte eher mit Leuten zu tun haben, von denen ich das Gefühl habe, dass sie in etwa auf meiner Wellenlänge sind. Und das liegt vielleicht auch daran, dass ich so ein alter Sack bin. Und es gibt ja schon lange die Entwicklung, ich habe da nicht so ganz, bin da nicht so ganz schuldlos, dass es die SM-Jugend gibt, die SMJG, als mich vor diversen Jahren mal ein unglücklicher kleiner Nachwuchs-Sado anrief mit 16 Jahren und sagte, ich komme in keine SM-Gruppe, was soll ich machen? Dann habe ich gesagt, ja, mach ein Online-Forum. Und aus diesem Online-Forum hat sich dann irgendwie die SMJG entwickelt. Und das geht bis 26 Jahren. Und danach bewegen sie sich dann auch noch nicht wieder in der, in Anführungsstrichen, normalen Szene, sondern da sind sie dann die Alumni. Das geht dann, glaube ich, weiß ich nicht, bis Mitte 30 oder so. Und dann sind sie raus aus diesem Klüngel und dann müssen sie sich irgendwie in der freien Wildbahn bewegen. Und die möchten auch, viele von denen möchten auch nichts mit den alten Säcken zu tun haben. Das hat natürlich einerseits die Gründe, dass es viele alte Säcke gibt, die sagen, ah, das ist ja schnucklig, ah, du bist gerade 18, super. Ja, ich bin zwar irgendwie Anfang 50, aber ich zeig dir, wie es richtig geht, wie man eine richtige Sklavin wird oder weiß der Geier. Also dass das teilweise aus Schutzgründen, aber teilweise eben halt auch aus Gründen, alle Jugendlichen müssen sich irgendwie anders positionieren als die alten Säcke. Das ist einfach so. Und hast du den Eindruck, also die Szene ist ja sicherlich seit ihrem Anfang gewachsen, zu einer ziemlich großen Größe. Wie gesagt, es ist dann auch immer mehr, dass das ja im Prinzip Swinger-Szene damit rein diffundiert ist und auch andere Szenen. Joy Club hat auch große Features darüber gemacht, wie man SM ausführt. Hast du den Eindruck, die Szene wächst stetig weiter und oder hast du den Eindruck, die wird kleiner oder verändert sich? Also ich habe das Gefühl, sie verändert sich und es ist nicht mehr klar zu erkennen, was ist Szene, was ist nicht Szene. So, also ich habe ja irgendwie jahrelang Partys mit organisiert, 25 Jahre. Klingt cool, ne? Vierteljahrhundert. Und es waren halt als Spielpartys gedachte SM-Partys. So, und es wurde dann in den letzten Jahren, die wir die gemacht haben, immer häufiger das Leute, das für Musik spielt ihr hier? Alter, ist eine Playparty. Das kriege ich denn geboten für meine 15 Euro Eintritt? Du kannst die Spielgeräte benutzen. Letzten Endes hat diese Entwicklung dazu geführt, dass ganz viele normale Spielpartys, also offene Spielpartys, wo es keine klare Rollenverteilung gibt oder ein klares Motto gibt, dass die eingeschlafen sind. Also wir haben sie auch deswegen eingestellt, weil wir irgendwann gesagt haben, du, ich habe keinen Bock, irgendwie immer auf die Kartennummer zu gucken, ob wir über den Break-Even-Point sind. Alle Leute haben natürlich groß geklagt, dass wir keine Partys mehr machen. Aber bringt ja keinen Spaß, wenn du irgendwie halt immer gucken musst. Und parallel dazu gehen die Leute natürlich mehr irgendwie in Apartments, wo sie dann eben nicht die Öffentlichkeit einer Party haben zum Spielen, sondern wo sie irgendwie halt dann einen abgeschlossenen Raum haben, wo sie dann vielleicht mit zwei, drei befreundeten Pärchen hingehen oder auch alleine hingehen. Da gibt es ja inzwischen eine große Reihe von Angeboten, aber so ein Apartment ist natürlich nicht irgendwie in dem Sinne Szene. So, das ist, gehört zwar in irgendeiner Form zur Szene, aber da kommunizieren irgendwie nicht viele Leute miteinander. Und ich habe mich irgendwie häufiger mit Leuten darüber unterhalten, was eigentlich so die entscheidende Änderung ist zu den 90er Jahren, wo die Partys irgendwie häufig einen ganz anderen Drive hatten. Also die Leute fantasieren, aber sag mal mehr als nur irgendwie jemand mit der Arsch versohlt. So, da gab es fantasievolle Spiele, eins der Spiele, was ich irgendwie sehr beeindruckend fand, obwohl ich mit Verachtungsspielen nichts laufen habe, aber er hatte seine Süße, die war am Vierfüßlerstand unten im Spielbereich aufgestellt, da drauf stand ein Fernseher und da konnte man
in dem Fernseher lief ein Film, wo man sehen konnte, wie sie irgendwie halt gequält wird. Und das war nicht einfach die coole Idee. Also über das Übliche, was man so sieht. Und ähnlich coole Ideen gab es früher mehr. Und das Fazit daraus ist, die Leute haben heutzutage so viel Angebote, dass der Hunger weg ist. Die Leute hungern nicht mehr. In den ersten Jahren war es so, alle kamen aus ihren Löchern, weil vorher gab es ja noch nichts. Und die Bereitschaft war relativ groß. Oh, es ist Party in Hamburg, dann fahren wir nach Hamburg. Oh, es ist Party in Mannheim. Und da ist auch eine Party, dann fahren wir da mal hin. Also die Leute sind viel gereist, weil sie irgendwie so einen Hunger hatten, eben nicht nur zu spielen, sondern eben halt auch andere Leute kennenzulernen und mitzukriegen. Okay, also ich weiß noch, als wir im Januar 91 die erste SM-Party hier, öffentliche SM-Party im Molotow gemacht haben, Le Fleur du Mal, die Blumen des Bösen, da standen wir als Organisatoren da, hatten 300 Leute im Laden und sagten, wo kommen die her? Das kann doch gar nicht sein. So. Und es war wirklich, wirklich, wirklich ein beeindruckender Moment. Und die Frage, wird die SM-Szene größer, wird sie kleiner, kann ich dir auch nicht beantworten. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin in den letzten 20 Jahren, mal abgesehen von unseren eigenen Partys, bin ich irgendwie eigentlich nur auf Partys, wenn ich gebucht bin, irgendeine Bonne-Show zu machen. Es gibt eine Ausnahme, das war irgendwie halt in Berlin ein Laden, wo wir, wenn wir das zeitlich irgendwie hingekriegt haben, immer gerne hingegangen sind. Das ist der Quälgeist, eine Schule SM-Location, die irgendwie eine sehr gute Politik in den Spielräumen haben, nämlich alle Leute wissen, sich zu benehmen. Keiner geht irgendwo hin und toucht irgendjemand an. Und diese Leute antatschen ist auf vielen Partys, die so kinky sind, relativ normal. Und das finde ich irgendwie leider nicht so toll. Man könnte von der gegenwärtigen jungen Generation so ein bisschen den Eindruck bekommen, dass sie doch sehr, ja, man spricht ja von Generation Snowflake, also es geht sehr viel um Befindlichkeiten, Verletzungen, du hast mal einen Safe Space gestört und solche Sachen. Wie verträgt sich das mit dieser ganzen SM-Geschichte? Ich kann dir das gar nicht genau sagen. Ich habe nur mitgekriegt im Laufe der Jahre, dass irgendwie alle naslang gegen irgendwelche Tops oder aktiven Fessler irgendwie irgendwelche Shitstorms losgehen, die teilweise derartig unter der Gürtellinie sind, dass irgendwie, also der eine bekannter dänischer Fessler gewesen, der eine ist in der Psychiatrie gelandet, weil ihn das irgendwie alles so gekillt hat. Ein anderer musste damit leben, dass irgendwie die ganzen Leute, die irgendwie ihn immer supportet haben, plötzlich sagten, mit denen ich nichts mehr zu tun haben. Und das aber alles so Sachen gewesen sind, wo du nicht wirklich weißt, was wirklich passiert ist. Aber die Bereitschaft zu sagen, ja, die Sau, eben halt eine Unschuldsvermutung, wen interessiert's? Und es gab auch keine Möglichkeit, also es haben diverse Leute in diesen Shitstorms versucht, irgendwie das ein bisschen runterzukochen, die haben immer gleich einen mitgekriegt. So. Das finde ich, ist eigentlich Kacke. Aber das waren immer so Situationen, weißt du, irgendwie, er hat ihr bei einer Session angeblich irgendwie die Möse berührt. Also bei einer Bondage-Performance. Das ist ihr halbes Jahr hat sie damit sich gekämpft und dann hat sie es öffentlich gemacht. Statt zu sagen, Alter, da ist Scheiße passiert, wir müssen reden. Nach der Show. Konnte sie angeblich nicht. Also weiß ich ja, dass es Leute gibt, die das nicht können. Oder eine andere Situation, eine super erfahrene SMerin lässt sich in irgendeinem Workshop
wo es zum Thema Überwältigung gibt, wo dann der Workshopleiter sagt irgendwie, okay, ich mache das, zeig das jetzt mal bei allen, damit die so ein Gefühl dafür kriegen, wie sich das anfühlen muss, wenn man überwältigt wird. Die nicht Nein sagt in der Situation und stattdessen irgendwie halt hinterher sagt, das wäre total übergriffig gewesen, er hätte ihren Kopf in seinen Schoß gedrückt, wo dann aber ihre Partner, weder ihre Partnerin noch die Teilnehmer irgendwas Übergriffiges mitgekriegt haben. So, wo ich dann auch so denke, ja, und deswegen auch das, was ich vorhin gesagt habe, ne? Wenn du nicht sprechen kannst, dann bist du bei mir falsch, und zwar in der Situation und nicht morgen. So. Es ist ja auch so eine LGBTQ-Community ja entstanden, also im Prinzip gab es die ja schon vorher irgendwo, ne? Also Lesben und Schwule und Heteros und Bisexuelle, aber es, der Begriff wurde ja immer größer im Prinzip, wie du es auch gerade bei BDSM beschrieben hast. Wo sind denn die Schnittmengen zwischen diesen beiden Szenen letzten Endes? Naja, also es gibt irgendwie halt im schwulen Bereich immer noch einen relativ großen Anteil an Leuten, die sich zum Thema Fetisch oder irgendwie zum Thema Animal Play, also du siehst halt vor fast jeder schwulen Veranstaltung, siehst du irgendwie erwachsene Hunde und jugendliche Hunde. Erwachsene Hunde muss man dressieren, jugendliche Hunde muss man irgendwie bepuscheln. Da gibt es also eine ganze Menge. Der traditionelle SM-Bereich ist auch in der schwulen Szene irgendwie halt etwas rückläufig. Es gab in den 90er Jahren hier in Hamburg irgendwie eine Gruppe, die hieß GLSM, und die hatten eine eigene Location beim Hafen, und mit der waren wir mit vielen Leuten sehr gut befreundet. Es gab gemischte Partys. Ich weiß noch, als wir angefangen haben, im Molotow unsere Partys zu machen, gab es auch irgendwie immer einen nicht ganz unwesentlichen Teil an schwulen Besuchern. Es gab lesbische Besucherinnen. Transleute gab es auch. So, und das hat sich aber witzigerweise, die Entwicklung ist irgendwie gewesen, dass die teilweise weggeblieben sind. Leute von der GLSM, da ist ja ungefähr ein Drittel weggestorben in der AIDS-Zeit, als es noch nicht die vernünftigen Medikamente gab. Und wir hatten auf der Party irgendwie ein Pärchen, da hatten wir ein schwules Paar, die irgendwie miteinander geknutscht haben und rumgespielt haben. Wo dann die eine Besucherin kam und irgendwie sagte, also, dass das jetzt so ein schwules Event geworden ist, also, das kann ich gar nicht aushalten, das mag ich gar nicht sehen. Wir haben wie gesagt, ja, Mädel, da musst du halt gehen, ne? Ganz einfach. So. Aber diese seltsamen Animositäten, wir hatten halt klare Maßgaben, bei uns waren alle willkommen, solange sie sich an die Spielregeln halten. Es hat ja 2015 eine große Migrationswelle nach Deutschland gegeben, und hat sich das auch in der Szene wieder gespiegelt? Oder ist das irgendwie eine Sache, das war ja größtenteils afrikanischer und hauptsächlich dann tatsächlich arabischer Raum, hat sich das irgendwie niedergeschlagen oder sind die in der Szene? Also nicht, dass ich es mitgekriegt hätte. Also ich weiß, dass es irgendwie in der Szene einige, also zwei kenne ich, palästinensischstämmige, die aber schon viel länger da sind, weibliche Doms gibt. Ich weiß, dass es irgendwie halt Inder gibt, die irgendwie halt auf SM stehen. Ich hatte hier ab und an mal Gäste aus Israel, die irgendwie halt von ihren dortigen Szenen gesprochen haben. Ich weiß, dass es in der Türkei ein ähnliches Forum gibt wie die Sklavenzentrale. Ich konnte es aber leider nie lesen, haha. Ich weiß, im arabischen Raum, also die Vermutung war eigentlich immer, wo entstehen SM-Szenen? Da, wo du dir keine Sorgen um dein tägliches Überleben machen musst.
So, das heißt, in Ländern, Israel, Leute, die irgendwie Expats aus anderen Ländern, die irgendwie halt mehr oder weniger so weit gesettelt sind, dass sie sich nicht den Kopf machen müssen, ob sie nicht morgen erschossen werden oder irgendwie in den Krieg ziehen müssen oder irgendwie nichts zu essen haben oder weiß der Geier. Also ich weiß, dass es in Südafrika irgendwie halt eine Szene gibt. Wie weit die weiß oder farbig geprägt ist, kann ich dir nicht sagen. London, die Szene ist sehr gemischt, schon immer gewesen. In den USA sind die Szenen auch ziemlich gemischt. Aber die Leute, die damals 2015 und später gekommen sind, aber ich meine, letzten Endes auch, also ich habe noch, ja, einmal habe ich jetzt in dem Workshop einen Türken gehabt, der irgendwie eine sehr lustige Karriere gemacht hat, und zwar ist der eigentlich streng religiös aufgewachsen und hat 6 Jahre als Imam gearbeitet nach seinem Theologiestudium. Und dann hat er halt festgestellt, wow, es gibt noch irgendwas anderes als unsere enge türkische Welt. Es gibt ja also auch diese etwas abgeschlossenen Gruppen. Und ist dann eben halt aufgebrochen. Was natürlich viele Schwierigkeiten mit sich brachte. Und dann hat er halt festgestellt, er steht gar nicht auf Frauen. Er steht auf Männer. Das gab natürlich noch mehr Schwierigkeiten. Und dann hat er, ich weiß auch gar nicht, ob er da überhaupt noch irgendjemand aus seinem Verwandten, Freundeskreis irgendwas von erzählt hat, festgestellt, dass er irgendwie auf Essen steht. Und das hat er irgendwie, der war sehr fröhlich, also der war mit seinem Partner da. Aber das ist halt sehr, ich meine, ich habe viele Leute kennengelernt, ne? Die Leute kommen irgendwie, die bei uns in die Werkstatt kommen, die meisten sind irgendwie aus Deutschland, aus der Schweiz oder aus Österreich. Ab und an gibt es mal jemand, der irgendwie schon lange in Deutschland lebt und dann eigentlich aus einem anderen Land kommt. Ich hatte im Workshop irgendwie eine brasilianische Transvestitin, so, die witzigerweise die Partnerin von irgendwie einem der größeren Kiezgrößen war, wo ich so dachte, hä? Das ist ja eine coole Nummer. Die so auf macho gestrickten Jungs, der ist dann irgendwie mit einer Transfrau unterwegs. Ziemlich cool. Aber es sind wirklich, ich meine, mache ja diese Kurse seit 25 Jahren. Ich habe irgendwie bestimmt ein paar tausend Leute irgendwie in meinen Kursen gehabt, und da habe ich nichts wirklich mitgekriegt in der Richtung. So. Worauf führst du das zurück? Ich meine, Kriegsgrund ist ja in Deutschland erstmal nicht gegeben. Nee, aber ich meine, die Leute sind ja nicht irgendwie so gesettelt, dass sie irgendwie halt sich um andere Sachen kümmern können als irgendwie, ich meine, es ging ja jetzt gerade wieder durch die Presse, der Vietnamese, der irgendwie seit 35 Jahren in Deutschland wohl integriert, einmal den Fehler gemacht hat, dass er länger als ein halbes Jahr wegen Krankheit in Vietnam gewesen ist, und damit hat er sein Aufenthaltsrecht verwirkt, wohin so denkst, Alter, seid ihr bescheuert oder was? Ich denke einfach mal, dann kommt noch dazu, dass das traditionelle Männerbild, was ja nicht nur irgendwie in den arabischstämmigen Völkern oder in den islamisch glaubenden Völkern der Fall ist, sondern das gibt es ja auch in Deutschland, wenn ich halt mitkriege, wie viele von den Jungs, also die Zuhälter, irgendwie eine Peitsche oder irgendwie, wo irgendwie Andrea im Latexkleid irgendwie auf der Party von einem der bekannten Kizianer irgendwie ist und irgendwie alles, was rank und keinen Namen hat oder umgekehrt, da ist, in einem Latexkleid ist, und die sagt, darf ich mal anfassen? Und Andrea sagt, nein. Und sie sagt, Entschuldigung. Und dann so denkst, ja, Kinders, ne? Ich weiß, dass ich irgendwann mal, habe ich jemand fürchterlich Angst gemacht. Es gab ja diesen Film Unter deutschen Dächern, und da gibt es eine Szene, wo ich Andrea schneide. Und ich hatte irgendwie Nerv mit irgendwelchen seltsamen Typen, und dann kam einer von diesen Nerven und sagte, habe ich die nicht gestern im Fernsehen gesehen? Habe ich gesagt, ja, dann weißt du ja auch, wie ich drauf bin. Und seitdem habe ich nie irgendwas mehr von ihm gehört.
Ist natürlich nicht korrekt gewesen, aber macht ja nichts, hat funktioniert. Also ich denke einfach mal, das ist, kann ich, also ich bewege mich nicht irgendwie in den Kreisen. Es passieren, sind eher so Sachen passiert, wir hatten irgendwie Performanceabend geplant in einem linken Kino hier auf St. Pauli. Die Leute, die Kinobetreiber, fanden das eine coole Idee. Angehängt und dasselbe Klo benutzend ist irgendwie eine Location, wo relativ viele Initiativen sind. Und da gab es Leute aus einer Flüchtlingsinitiative, die meinten, das Bild einer gefesselten Frau würde irgendwie ihre geflohenen Frauen so triggern, dass das denen nicht gut geht. Und deswegen würden sie diese Veranstaltung verhindern. Ich hatte da kurz so den Gedanken, irgendwie meinen Freunden mit den breiten Kreuzen Bescheid zu sagen und zu sagen, wir ziehen die Veranstaltung durch. Dann haben aber irgendwie meine Frauen gesagt, irgendwie, Matthias, das bringt nichts, wenn du dich irgendwie da auf Stress einlässt mit den Leuten, wo sie auch recht hatten. Aber das Witzige ist, die Argumentation war sehr verstörend, schräge irgendwie, ja, die wollen das ja gar nicht. Doch, die wollen das. Ja, aber die kriegen bestimmt Geld dafür. Nein, die kriegen kein Geld dafür. Die machen das, weil sie Bock drauf haben. Ja, aber das ist ja nicht in Ordnung. Das kann ja keine Kunst sein. Dieselbe Argumentation hat mir mal irgendwie eine SPD-Frau irgendwie vom Stadtteilrat hier gesagt, die steigerte sich noch. Ja, ich meine Kunst. Es gibt ja auch Künstler, die arbeiten mit Scheiße. Sowas will man ja auch nicht. Meinen Sie, dass das so genau dasselbe ist? Nee, so meine ich diesen Typ nicht. Also, ich denke mal, es gibt bestimmt alle möglichen Sachen, auch irgendwie in anderen Kulturen, von denen wir nichts mitgekriegt haben. Ich freue mich ja, wenn ich irgendwas höre. Ne? Also, ich wusste nicht, dass es irgendwie inzwischen in China eine ausgeprägte Fesselszene gibt, die zum großen Teil von den Expats initiiert wurde, aber wo die Chinesen eben halt auch hingehen. So. Und ich meine, ich wusste, dass es halt in Japan natürlich irgendwie eine Fesselszene gibt, die aber nicht vergleichbar ist zu unserer Szene, weil in dem Moment, wo du dich hinstellst und sagst, ja, ich stehe auf Fesseln, hast du dein Gesicht verloren, ne? Interessant ist, dass ihr ja vom Verlag ja im Grunde aus dem linken Spektrum auch kommt, würde ich sagen. Verträgt sich das gut mit vielen linken Ansichten oder gibt es da Kollisionen? Also wir haben vor vielen Jahren auf Anregung einer Transperson auch in der Location, wo eigentlich sich immer alle möglichen Initiativen treffen, eine Veranstaltung mit dieser Person vorbereitet, die war SM und Linke. Wir waren etwa 50 Leute, etwa 30 Leute aus der SM-Szene, 20 Leute, die irgendwie sich nicht geoutet haben, wo aber zwischendurch dann rauskamen, die sind eher aus der linken Szene. Da kamen aber keine, das ist sexistisch und so weiter, Nummern, sondern eher großes Interesse. Und nach der Veranstaltung kamen diverse aus dem vermuteten linken Szene, ja, sie macht doch so Partys, wann sind die denn? So. Ein anderes Erlebnis, was wir hatten, ist, also was ich hatte, ist, ich war eingeladen von jemandem, der ein Männercafé organisiert hat. Es hat in den 80er Jahren halt eine relativ weit gefächerte, auch internationale Bewegung gegeben von Männern, die irgendwie sich in irgendeiner Form emanzipieren wollten. Und in der ich mich auch 8 Jahre bewegt habe. Und dann hat ein ehemaliger Mitmacher, also wir hatten hier in Hamburg auch ein Männercafé, und einer von den Mitmachern von damals hatte dann das Männercafé irgendwie jetzt dann in einem anderen Viertel. Und der hatte mich eingeladen, dass ich über SM rede. Und da, also auch Männer eigentlich aus dem linken Spektrum. Und da sagte dann einer, ja, wie kann ich denn sicher sein, wenn die Frau ja sagt zum Thema Fesseln, dass sie nicht nein meint? Und dann sage ich, Alter, du drehst die alte Geschichte nur um.
Das ist genau die Männerarie mit, wie kann ich sicher sein, dass die Frau Nein sagt, Nein meint, wenn sie, nicht Ja meint, wenn sie ein Nein sagt, ne? So. Ich habe ja damals diese linken Zusammenhänge, hatte ich ja mal auch, also Männerbewegung, hatte ich ja auch mein Coming Out und es war irgendwie so, dass die eine Hälfte der Leute sagte, du bist jetzt zu den Feinden übergelaufen, ne, du schlägst jetzt Frauen. Und die andere Hälfte, also hat das irgendwie relativ entspannt gesehen. Sonst, das, was ich so mitgekriegt habe, also wir hatten, genau, das war ganz lustig, wir hatten irgendwann mal über eine CD berichtet, also unsere Musikbesprechung, über eine CD berichtet, wo dann irgendwie es an der Tür klingelte und ein junger Autonomer an der Tür stand und sich auch so quasi vorstellte und sagte, er hätte ein Problem damit, also die Schlagzeilen wären eigentlich ganz cool, aber wir hätten da die Gruppe so und so irgendwie promotet quasi in unserem Heft und die war doch neulich auf einem Festival, wo irgendwie jede Menge rechte Gruppen aufgetreten sind, wie wir uns denn dazu stellen würden. So, fand ich irgendwie nett, wir haben dann irgendwie drüber geredet, die haben dann gesagt, naja gut, sowas kann mal passieren, so ungefähr, ne? Und mein Cousin hat, als er noch hier im Viertel gewohnt hat, Rollstuhlfahrer im Pflegedienst gehabt, der sich aus dem autonomen Spektrum rekrutierte. Und der hat mir erzählt, also die Leute, die er da kennengelernt hat, die haben so gesagt, ja, die Schlagzeilen sind ja eigentlich ganz cool. Ja, die haben zwar immer halbnackte Frauen auf dem Cover, aber ansonsten sind sie doch ziemlich antisexistisch. So, also ich habe nicht wirklich das Problem, dass irgendwie wir irgendwie angeschossen werden von Linken. Das Problem, was ich eher habe, ist irgendwie mit der Jungszene, die so sagen, wir brauchen keine Handbücher, wir brauchen keine Workshops. Wir machen das alles nach gesundem Menschenverstand, dann ist es alles richtig. Und ich denke so, Leute, ich habe dann vor einer Weile mal mit einem Arzt gesprochen aus Berlin, der irgendwie bekannt dafür ist, weil er SMer ist, dass er viele Patienten hat und Patientinnen, die aus dem SM-Spektrum sind. Und der hat dann mal so aufgelistet, was er so in den letzten 2 Jahren an Trommelfellzerplatzung und künstlichen Pneumothorax, also Durchstich einer Nadel in die Lunge und so weiter erlebt hat. Braucht man ja alles nicht lernen, sagt einem der gesunde Menschenverstand. Super. So. Als abschließende Frage wäre noch, wie ist Corona? Wie hat sich Corona in der Szene ausgewirkt? Naja, also ich meine, ist ja eigentlich relativ klar, Lockdown und so weiter. In der Zeit gab es einen Artikel, wo meine Frau und meine Partnerin und ich auch interviewt wurden. Darüber, was macht Corona mit unserer Libido. Und ja, ich habe es einfach so erlebt, dass irgendwie ein grauer Schleier über meiner Libido hing und deswegen irgendwie ich nicht auch nicht so einen Drive hatte, irgendwie groß SM-Sachen zu betreiben. Und ich habe dann eigentlich immer, wenn ich mit Leuten darüber geredet habe, wo die Situation passte, so, die haben mir eigentlich bestätigt, dass das auch irgendwie halt ziemlich ungeil ist und sich das irgendwie auch auf die Hose auswirkt. Ne? Und dann kam ja noch dazu, es gab keine Veranstaltungen mehr, beziehungsweise es gab nur irgendwelche heimlichen Veranstaltungen. Es gab keine Stammtische mehr. Also man merkt, in diesem Jahr merkt man auf der Baumkant zum Beispiel den riesigen Nachholkommunikationsbedarf. Ich merkte so, als ich an der Warteschlange für die Eröffnung der Messe längs ging, weil ich noch zum Müll musste. Jeder Zweite sagte, ah, Matthias, schön, dass du da bist. Hallo, Matthias. Ah, Matthias Grimm ist auch da. Und ich dachte, okay, ich werde viel reden müssen und viel zuhören müssen. Und das war dann auch so. Ich war dann recht platt nach den 3 Tagen. So, das ist ja völlig legitim. Und ich merke es auch in unserem Workshop, dass die Leute mehr irgendwie halt jetzt in diesem Jahr miteinander geredet haben, als in den Jahren dazu, zuvor. Weil dieses Bedürfnis irgendwie, ich meine, der normale Feld-, Wald- und Wiesen-SMer
hat ja nicht einen Nachbarn, wo er sagen kann, du irgendwie, ich wollte dir noch was erzählen, so. Oder kann ich mit dir mal irgendwie über Schlaginstrumente reden oder weiß der Geier? Ne? Also ich meine, ich selbst bin ja in der glücklichen Situation, dass ich Nachbarn habe, mache ich immer. Können komische Geräusche aus meiner Wohnung kommen, also erzähle ich neu zugezogenen Nachbarn immer, wundert euch nicht, ich bin bla, wenn ihr was zu dem Thema wissen wollt und so weiter. Neulich kamen sie schon bei einer Hausparty auf die Idee, ob sie nicht irgendwie gemeinsam mal so einen Privatworkshop bei mir machen. Und ja, der Ausblick auf die Zukunft, also hast du den Eindruck, SM ist auch so ein bisschen so ein Generationsphänomen oder hast du den Eindruck, weil du hast ja gerade angedeutet, dass junge Leute da irgendwie... Nein, das glaube ich nicht. Also wir waren jetzt ja in Urlaub. Truppe von 9 Leuten, ein Paar, die jüngste Frau war Ende 20 oder ist schon 30 geworden, weiß ich nicht. Also ne, die kenne ich irgendwie jetzt schon eine Weile, mein Lieblingsmodell. Und der älteste Sack war ich mit irgendwie 69. Wir haben alle viel Spaß miteinander gehabt und es ist nicht eine Generationenfrage. So, ich habe auch immer mal wieder Leute kennengelernt oder Paare kennengelernt bei uns in den Workshops, wo ich so denke, ey, und was die schon drauf haben an, wie sie miteinander umgehen. So, also da gibt's eine ganze Menge Sachen, wo ich denke, das ist schon ziemlich cool. Natürlich gibt's aber irgendwie halt auch die Entwicklung, wo ich so feststelle, irgendwie, dass 4 von meinen sehr gern gemochten Bunch-Modellen, also aus den Nullerjahren, und immer mal wieder, wenn es sich ergeben hat, irgendwie jetzt gesagt haben, nein, ich lasse mich nicht impfen. Und die eine sagt, nee, ich gehe jetzt gar nicht mehr raus, weil ich bin schon als Mörderin beschimpft worden, weil ich irgendwie... Kann man diesen Fass wieder aufmachen. Also, ich habe auch hier, wir machen ja unsere Workshops irgendwie unter lange jetzt, also letzten Endes nach den Maßgaben der Hamburger Gesundheitsbehörde gemacht. Und da war halt mehr oder weniger 2G plus Pflicht. So. Da haben dann Leute uns ihr Abo gekündigt, weil wir ja jetzt so feindselig sind. Oder ich hatte irgendwie jemand, der gesagt hat, ja, ich bin nicht geimpft, ich werde mich auch nicht impfen lassen, aber mit seiner Partnerin trotzdem zum Workshop kommen kann. Also, ja klar, es funktioniert über regelmäßige Tests. Nee, das will ich aber nicht. Dann sage ich, ja, dann pff. Wie war das denn? Ne? Weil ich habe ja Verantwortung für die Leute, mit denen die da irgendwie auf engem Raum 3 Tage zusammen sind. Und das möchte ich natürlich so sicher wie möglich machen.